Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zu einem neuen, weiteren Let's Eat. Ja, heute gibt's was mal wieder aus Normawerts gedacht. Und zwar hier, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißen. So, ja hier. Ah, Moment, ich glaube, da gehe ich besser mit der Cam. Moment, kann mal die ganzen... Ah, fuck. Die ganzen... Wichstücher wegmache. So, mal kurz runter. Da. Es sind so Cannelloni mit Ricotta oder irgendwie sowas. Ja, schön ein Schritt hier. Oh, hat ein Geier. Und ja, jetzt mache ich das mal wieder hoch. Hoch. Passt, 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 passt. Ja, das passt. Aber natürlich nicht nur so, sondern ich bin ein Käsefan seit der ersten Minute, deswegen brauche ich dazu Parmesan. Wenn ich diese Scheißpackung aufkrieg. Ja. Oh, ich liebe diesen Geruch von frischem Parmesan. Oder frisch geöffneten Parmesan. Einfach nur göttlich. Ja. Schauen wir mal schön hier mal drüber. Ach ja, und das übrigens, das ist auch wieder ein Fertiggericht. Also das habe ich, das ist in so einem, in so einer, so einer, so einer, so einer, so einer, Papp, so ein Pappe eingehüllt halt, so groß, keine Ahnung, was auch immer. Aber schmeckt echt extrem geil. Also heute finde ich, sieht's am besten aus. Also muss ich schon sagen, weil die Kruste heute, oh, die ist richtig schön braun, schön gold. Und ja, ich denke mal, heute sollte es richtig gut schmecken. Und ich bin halt Parmesan-Fan, deswegen muss da noch Parmesan dran. Ah, schön noch ein bisschen verrühren. Nom nom nom. Ja, und ich komme gerade von der Arbeit, deswegen ich brauche jetzt irgendwas Schnelles, weil ich muss morgen auch noch arbeiten. Morgen ist der 29.06.2013, natürlich für die Nachwelt. Hust, hust. Und ja. Zuerst wollte ich eigentlich was war das, so Kartoffelbrei mit Würst, also mit Bratwürstchen, mit so Nürnbergern und Sauerkraut. Auch Fertiggericht natürlich, aber keine Ahnung. Das ist einfach nur scheiße geworden. Also dann, gut. Also es schmeckt jetzt echt komplett anders wie sonst. Muss ich sagen. Ein bisschen Parmesan. So. So sieht's doch geil aus, oder? Das sieht doch geil aus. Ja, ich hab's mir ein bisschen klein gemacht, weil ich, wie mein Vater immer so schön sagt, du Mensch, wie deine Mutter. Ja, wie meine Mutter, ja. Weil ich rühre gern alles zusammen. So nach dem Motto, im Magen kommt eh alles zusammen. Aber ich finde, keine Ahnung, warum soll ich es einzeln immer wieder zusammenkehren, wenn ich zusammen mischen kann, einfach. Fertig. Also so zusammen. Ja, bestes Beispiel, ein bisschen Kartoffelbrei, ein bisschen Spinat und dann noch ein bisschen Fleisch. Warum alles einzeln zusammen? Einfach zusammen mischen und fertig. Geil. Einfach nur geil. Ohne Spaß, einfach nur geil. Ich muss aufpassen, dass ich hier jetzt gleich keinen Orgasmus krieg oder so. Ein Orgasmus. Gas. Ah.
Auf jeden Fall, wenn man. Hatte ich gesagt, dass es so Cannellonis mit. Ja, glaube ich, hatte ich gesagt. Ah, egal. Wenn Cannellonis mit irgendwas. Gibt bei Norma. Ach ja, übrigens werden auch weiterhin noch Vorschläge von euch gesammelt. Also neue Let's Eat oder sonstige. Moment, jetzt merke ich gerade, die Kamera ist doch ein bisschen sehr weit oben. So. Also. Heute kam nämlich zum Beispiel wieder eine Idee, einen Vorschlag von jemandem. Und ja, der meinte Oreo-Kekse oder eine Torte. Also Oreo, eine Torte ist mir zu viel Aufwand. Also ich bin zwar verfressen, aber eine ganze Torte schaffe ich nicht. Aber eine Oreo-Kekse, sage ich mal, könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen. Und irgendwie weiß ich, dass unter dem Part, wenn Frozy den am Part anguckt, einfach nur noch Spoiler kommt. Aber naja. Ja, auf jeden Fall. Ohne Witz. Das schmeckt einfach nur göttlich. Das ist schnell gemacht. Und dafür schmeckt es einfach episch. Ja, mal wieder was getrunken. Aber da. Pardon. Natürlich. Also, jeder, der irgendwie einen Norma bei sich in der Nähe hat, probiert das. Das schmeckt wirklich einfach nur extrem lecker. Und der letzte Happen mal wieder. So. Aha. Gut. Weiterhin. So. Hier. Da. Jeder hat gesehen. Und ja. Damit würde ich sagen, wende ich das Let's Eat und sage ciao ciao und bis zum nächsten Jahr. Ich sag's mal so, bis zum nächsten Let's Eat, weil die Kamera mache ich ja nur an, wenn ich eigentlich ein Let's Eat mache oder wenn ich irgendwas Besonderes ankündige oder ja, unterschiedlich. Deswegen sage ich einfach ciao ciao und bis zum nächsten Let's Eat. Also macht's gut, Leute.